kurz, Lorelin. Es ist wichtig. Was ist wichtig? Ich habe vielleicht eine Lösung für unser gemeinsames Problem. Ich habe Kontakt zu einem alten Freund von Arasaka aufgenommen. Er ist gerade hier in Night City und kennt einige ziemlich einflussreiche Leute. Alter Freund, einflussreiche Leute. Warum so geheimnisvoll? Komm zum Punkt. Ich hab dir mal gesagt, ich würde an viele Türen klopfen, wenn's sein muss. Wir können uns treffen. Du, ich und der besagte Freund. Du sagst ihm, was du mir gesagt hast. Was wirklich im Kompeki Plaza passiert ist. Es wird schwer sein, ihn zu überzeugen. Aber es wäre ein Anfang. Gerade du solltest wissen, dass Night City die Verlässlichkeit eines jeden auf die Probe stellt. Selbst die alter Freunde. Bist du dir sicher mit dem Kerl? Traust du ihm? Wir hätten uns beide schon oft gegenseitig töten können. Ja, ich traue ihm. Na gut. Und wann treffen wir uns? Japantown. Wenn's dunkel ist. Ich schick dir den genauen Standort. Wir sehen uns dort. Schön, dich zu sehen, Lee. Ist ziemlich, ruhig hier. Wie es für so ein geheimes Treffen sein muss. Was zum Henker ist passiert? Siehst scheiße aus. Meine Implantate, mein Geld, meine Würde, alles Geschichte. Traurig, aber wahr. Hat aber auch was Gutes. Da draußen falle ich nicht mehr auf. Ist dein Freund hier irgendwo? Oder? Er sollte jeden Moment hier sein. Gibst du mir jetzt endlich ein paar Infos über ihn? Er ist Hanako-samas Leibwächter. Hanako Arasaka? Die vom Flugzeugträger, der hier angelegt hat? Saburos Tochter? Ja. Und wenn er dir glaubt, treffen wir als nächstes sie. Hoffen wir, er befolgt nicht blindlings Arasaka-Vorschriften. Was für Vorschriften? Die ungeschriebenen. Hier in Night City gibt es die. Könnte in Japan anders sein. Wenn die internen Verrat nur wittern, holen sie Verdächtige mit verbessertem Vernehmer und zwei Elite-Teams mit Luftunterstützung. Ich verstehe, was du damit sagen willst. Doch wenn Oda etwas verheimlicht, braucht er keine Elite-Teams, sondern nur sich selbst. Vertrau mir. Ich weiß, wie er arbeitet. Soll mich das etwa beruhigen? Wenn du Ruhe brauchst, sieh dir eine Weile den Himmel an. Mit Auto? Gut. Sonst ist er nur getarnt unterwegs. Direction. Data trains are free to use in all of Night City. Now available in the battle.
Hakemura-san. Oda! Ist er das? Dein Dieb? Er ist mein Zeuge. Wie? Ich kann auch selbst reden, wisst ihr? Dann rede. Ich höre, du weißt gewisse Dinge. Dir wird nicht gefallen, was ich erzähle. Ich will eine Garantie für meine Sicherheit. Gut, du hast sie. Du kannst Oda trauen. Also gut, Konpeki Plaza. Ich war dort in der Nacht, als es passiert ist. Fing wie ein normaler Familienstreit an, bis Yorinobu sich auf Saburo stürzte und ihn erwürgt hat. Kein weiteres Wort. Du führst den Tod an deine Tür. Es ist die Wahrheit. Hanako-sama muss davon erfahren. Mein einziges Interesse liegt darin, sie in dieser gottverlassenen Stadt zu beschützen. Ist sie in Gefahr? Im Moment? Nein. Aber sicher während der Parade zu Ehren von Arasaka-sama. Ich bringe dir einen Zeugen für den Mord. Und du sorgst dich um eine dumme Parade? Du Narr! Korrekt. Denn im Gegensatz zu dir gehe ich meiner geschworenen Pflicht noch nach. Du kannst die Wahrheit nicht ignorieren. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich überhaupt gekommen bin. Auf deinen Kopf steht eine Belohnung. Ich tue dir einen Gefallen, wenn ich dir deinen Kopf nicht sofort abschneide und Yorinobu-sama bringe. Was würdest du jetzt an meiner Stelle tun? Keine Gefallen. Ich würde Yorinobu-sama deinen Kopf bringen. Dann schätze dich glücklich, dass ich nicht du bin. Oder du bist ein Arasaka-Soldat. Das ist keine Bitte. Wir erinnern dich an deine Pflicht, deinen Vorgesetzten die Wahrheit zu sagen. Ich bin nicht hier, um mich von einem Diebe belehren zu lassen. Ich war nicht immer, was du vor dir siehst. Und dein Freund sah nicht immer wie ein Penner aus. Komm gern zu uns. Am Boden ist reichlich Platz für alle. Nicht? Dann tu deine Pflicht. Sag Hanako, was keiner sonst hören will. Das sollte ihm, wie sagt ihr, Stoff zum Nachdenken geben. Manchmal muss man die Dinge eben aussprechen. Eine Schande, dass es nichts bringen wird. Wieso? Ist das nicht offensichtlich? Oder ist Perfektionist? Seine größte Angst ist es, Fehler zu machen. Wer soll sich verpissen? Ein durchgeknallter Saka-Irrer reicht. Toller Freund, echt. Hast du noch mehr davon? Leider nur ihn. Tja, wir haben es immerhin versucht. Oh ja. Und wir haben etwas Nützliches erfahren. Wie meinst du das? Was Oda sagte. Nach der Parade wollen sie nach Tokio zurück. Verstehst du nicht? Die Parade. Das könnte vielleicht unsere Chance sein. Wenn wir doch nur irgendwie an Hanako-sama herankämen. Zuerst müssen wir alles gut auskundschaften. Wir brauchen eine gute Karte von Japantown. Warte. Jetzt ist es an dir, Freunde anzurufen. Kennst du einen guten Fixer? Hey, Moment. Nicht so schnell. Du tust so, als würden wir uns in eine SBEM reinhacken. Du hast selbst gesagt, Hanako hat den besten Schutz von Night City. So ist es. Deshalb will ich, dass du den passenden Fixer anrufst. Ich kenne genau die Richtige. Wakako Okada hat eine Pachinko-Bude in der Jig-Jig Street. Wir sollten ihr einen Besuch abstatten. Kommst du mit? Klar, warum nicht? Es nicht bereuen. Zahlreiche Nomaden sind nahe der Stadtgrenze aufgetaucht, und zwar bei North Oak und Charter Hill. Gigi Street. Was ist das für ein Name? Einer, der zu Night City passt.
Wenn sie einem Nomaden begegnen, du machst dich lustig. Ihr Recht auf Selbstverteidigung. Zu oft. Bei solch gefährlichen Verbrechern stellen Warnschüsse allein keine wirksame Abschreckung dar. Die letzte Story für heute. Eine Ahnung, was bei Arasaka los ist. Nur das, was ich mir aus dem Fernsehen zusammenreiben kann. Jorino und seine Marionetten grinsen in die Kameras und behaupten, alles sei unter Kontrolle. Aber je breiter das Grinsen, desto größer die Lüge. Alles okay bei dir, Goro? Danke, dass Sie die WNS. Woher die plötzliche Sorge? Pass auf dich auf, Night City. Wir haben gemeinsame Interessen, du und ich. Schon vergessen? Garantiert nicht. Gut, weil man sich in Night City Blei schneller einfängt als eine Erkältung. Und ich dich lebend brauche. Ich lebe und bin wohlauf, wie du siehst. Sorg dich um dich selbst. Noch Night City? Dein Fan Stan ist hier. Alexander Pushkin, Führungskraft für Qualitätssicherung bei Biotechnica, wird vermisst. Seine Vorgesetzten bitten um Mithilfe und Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Wer weiß, vielleicht ist sogar eine hohe Belohnung drin für den ehrlichen Finder. Dieses verlorene Stück Scheiße! Bleib sofort stehen! Was? Hä? Oh, hallo Schatz! Hallo Schatz? Willst du mich verarschen? Was machst du hier? Mäuschen, beruhige dich! Mach doch keinen Aufstand jetzt, bitte! Verdammter Abschaum, der uns die Jobs klaut! Jeden Tag das Gleiche.
Also, ich bin ja nicht gut mit Namen, aber Gesichter kann ich mir merken. Woher kenne ich nur Iris? Aus dem Fernsehen? Unwahrscheinlich. Ah, jetzt weiß ich. Hideshi Hino höchstpersönlich. Die Legende. Ah, du kommst gerade richtig. Wissen Sie, wer das ist? Hideshi Hino, der Late-Night-Comedian. War brillant, ehe er auf die schiefe Bahn geriet. Sagen Sie es doch noch mal. Anschnallen, Leute! Nein. Ach, kommen Sie. Sowas verlernt man nicht. Nur einmal. Bitte. Wie? Wir sollten los. Jetzt. Hideshi, enttäusch den armen Mann nicht. Das ist wirklich nicht der beste Zeitpunkt. Ach bitte, ich hab den Satz ewig nicht gehört. Oh. Anschnallen, Leute! Wow! Hino-san, was ist nur passiert? Ich weiß nicht. Ich erkenne mich selbst nicht. Zufrieden? Können wir los? Okay, gehen wir. Hideshi Hino. So tief gesunken. Eine Schande ist das. Rogue, meine Liebe, das muss ein Missverständnis sein. Ich weiß nicht, wer dein Team erwischt hat, aber die Claws nicht. Meine Jungs kennen die Grenzen. Ich entschuldige, ich habe Gäste. Wie? So schön, dich zu sehen. Wer ist dein charmanter Freund? Hideshi Hino, der Comedian. Kachisho! Wie? Takemura Goro des. Ein echter Gentleman. Ach, zu schade, dass ihm eine ganze Arasaka-Armee am Arsch hängt. Und du, wie, bringst ihn an meine Tür. Gib mir einen Grund, warum ich nicht sofort die richtigen Leute anrufen sollte. Was denn nun? Vorsicht. Vorsicht? Der meistgesuchte Japaner auf der Flucht taucht in Night City unter. Und du hast nichts damit zu tun? Ich bitte dich. Wir wissen, wie die denken. Die finden dich schneller, als du deine Kippe aufgeraucht hast. Dann red. Aber mein Telefon halte ich trotzdem bereit. Wir brauchen Infos zu der Parade, die durch Japantown führt. Also, Arasaka. Wieder mal. Was ich nicht verstehe, ist, warum ich? Geht Mr. DeShawn nicht ans Holo, oder was? Ich warte. Was wolltest du denn sagen? Goro, wie war das? Warum ist Dex hinter fotziger Fettarsch nicht verfügbar? Er ist tot. Abgeschlachtet und von Arasaka auf der Müllhalde entsorgt. Wirklich schade. Soll das eine Drohung sein? Keine Drohung. Du hast nach Dex gefragt, ich habe geantwortet. Nur Fakten, sonst nichts. Gut. Sonst würdet ihr ihm bald Gesellschaft leisten. Okada-sama, unsere Absichten sind ehrenvoll. Wir brauchen Informationen. Es geht um Leben und Tod. Es ist alles auf den Splitter. Was ist dein Preis? Meine Taschen sind leer. Natürlich. Mein Geschenk an euch. Gratis. Okada-sama, gratis bedeutet meist besonders teuer. Wollt ihr sie oder nicht? Gratis? Ganz sicher?
Ich habe meine Gründe. Nur keinerlei Geduld. Japantown. Der ganze Bezirk wird für die Parade abgesperrt. Dashi-Wagen, die Hauptattraktion. Sie fliegen hier lang, weit über der Straßenebene. An der Paradestrecke gibt's Balkons, Brücken und andere gute Aussichtspunkte. Hanako Arasaka ist Ehrengast und wird vom größten Wagen eine Rede halten. Und zwar genau hier. Security kenne ich nicht. Aber dank gewisser Ereignisse wird die hoch sein. Bei der letzten Parade waren verdeckte Arasaka-Leute in der Menge. Ansonsten die üblichen Scharfschützen, Drohnen. Und als wäre das noch nicht genug, mindestens noch ein Netrunner. Die nutzen die Überwachungskameras der Stadt, um alles zu beobachten. Hauptzugangspunkt ist hier. Ein altes automatisches Steuerzentrum. Ziemlich nützlich, denke ich. Am Ende fliegen die Wagen aus Japantown raus und wir stecken bis zum Hals im Müll, den natürlich keiner aufsammelt. Das war's. Mehr habe ich nicht. Das muss reichen. Na dann, macht euch ans Werk. Gar nicht neugierig, warum wir uns all die Mühe machen? Ignoranz ist in meinen Augen ein Segen. Außerdem finde ich's ja bald raus, oder? Danke, Wakako. Wir wissen das zu schätzen, Gada-sama. Wirklich reizende Frau. Die Infos könnten genau das sein, was wir brauchen. Ich werde versuchen, mehr herauszufinden. Ich bleibe hier und rufe einige nützliche Helfer an. Wenn ich etwas Neues erfahre, gebe ich dir Bescheid. Pass auf dich auf, Goro. Du auch. Bis zum nächsten Mal. Thank you.